So, weiter geht's mit. Ja, geil, bin über mein Headset-Kabel gefahren da unten. Warte. So, weiter geht's mit Assassin's Creed Rogue. Wir sind da, wo wir zuletzt aufgehört haben. Viel Spaß beim Video. Ich weiß, das hat man wahrscheinlich gar nicht verstanden, weil ich ein bisschen nuschel. Aber scheiße. Ich sage ja nur, dass uns Violett nicht schon vorher völlig kaputt und alt sein wollen. Bring mich um. Ich fahre anscheinend richtig. Nee, da will ich nicht aufklicken. Das ist das Büro, holy shit. Obwohl die Bänke mega unbequem aussehen. Wo ist denn die alte jetzt? Ach da. Dieses Büro gehört einem Mann namens Olivier Garneau. War mein Vorgänger als Chief Creative Officer bei Abstergo Entertainment. Otto Berg ist Vertreter von unserer Dach Abstergo Industries. Er zeigt ihnen die wahre Geschichte der Welt, so wie einst mir. Olivier war nett, intelligent und liebte unsere Arbeit. Aber vor einem Jahr erblickte diese Wahrheit. Er wurde nie gefunden. Normal, wir bringen die Leute nicht so auf den neuesten Stand, aber sie haben gearbeitet und sich bewährt, also... Ich gewähre Level 2 Security-Zugang. Server dieser Etage liefern mehr von scheiß Erinnerung. Ja geil, dass ich das erst stückweise kriegen darf und immer extra hochlaufen muss und mir die das nicht einfach übers Handy oder Telefon oder was auch immer sagen kann. Damit schön viel Zeit flöten geht und ich nicht mehr Füße habe. Kann ich springen? Nee. Das ist mit Rogue. Wahrscheinlich Black Flag Rogue GTA. Nein, war zwar voll un was habe ich jetzt gemacht, war zwar voll unwitzig, aber auch ja doch okay. Easy. Die Assassinen wollen uns glauben machen, dass Al-Mualem ein großer Mentor war, der Gier anheimfiel und dass er mit den Templern paktierte. Ich glaube, das haben wir uns schon angehört, oder? François Macandal rettete Baptiste vor der Sklaverei und führte ihn in die sogenannte Bruderschaft ein. Macandal war ein grausamer Mentor. Und in seinem verzweifelten Versuch, Sklaven zu befreien, brach er sein eigenes Credo, indem er wahllos Adlige tötete. So fehlgeleitet sie auch sind, manche Assassinen sind ehrenhaft. Macandal zählte nicht dazu. Dank des berechnenden Genies von Madeleine de Lille statuierten die Templer ein Exempel an Macandal durch seine öffentliche Hinrichtung 1758. Sein erbärmliches Feigenblatt von Bruderschaft zerfiel rasch. Als sein Kamerad und Jugendfreund Agathe nach Louisiana floh, erkannte Baptiste die Sinnlosigkeit seines früheren Lebens in Macandals Bruderschaft. Madeleine sah Baptistes Potenzial und wies ihre Templer in New Orleans an, mit ihm ins Geschäft zu kommen. Wenn er Agathe herauslocken und töten könnte, würde er einen Platz im Templerorden erhalten. Obwohl Baptiste von der Assassinin Avaline de Grandpré getötet wurde, zeigt sein Weg klar, die inhärente Überlegenheit der Templer-Ideale über den Assassinenterror. So. Ja, Animus ist bereit und wartet. Ich finde solche Mini-Dinger voll langweilig eigentlich, um ehrlich zu sein, aber gut. Geht ja nicht um mich. Zack. Zack, zack.
Warum ich das jetzt gesagt habe, weiß ich auch nicht genau. Aber einfach irgendwie ein Knacks weg. Aber der Fahrstuhl sieht cool aus. Mit dem Aquarium und alles. Obwohl ich mir nicht vorstellen kann, dass das gut ist für die Fische. Die müssen ja irgendwo. Guck mal. Die müssen ja irgendwo eine Pumpe haben. Nur, dass uns Violett nicht schon vorher für den kaputten Aufzugkette anschreien sollen. Bring mich um. Könnte ich, aber sie würde dich zum Leben erwecken und du müsstest wieder ran. Shit. Was ist da? Eine Störung? Dasselbe wie zuvor. Shay ist in Notre Dame. Versuchen Sie, die Erinnerung zu vervollständigen. Den verstehe ich jetzt nicht ganz. Ich hab's. Shay ist in Paris, okay? Hab's ein Datum. 1776. Zu diesem Zeitpunkt war Franklin amerikanischer Botschafter in Paris. Ladies and Gentlemen, Mr. Otto Berg, Profikiller und Amateurhistoriker. Was wollt ihr? Ich will keinen Ärger mit euch. Du unkultiviertes Schwein, hättest deinen Urwald nicht verlassen sollen. Ouais, retourne à Boston. Philadelphia. Der muss ja hier irgendwo sein. Oh. Hä? Ist mich verarschen, was? Wo ist denn der? Ah ja, moin. Wollt ihr das? Nee. Wie lange ist das her? Ah, wo bleiben meine Manieren? Vielen Dank, mein Freund, danke. Aber was treibt ihr in Paris? Mit allem nötigen Respekt, Sir. Keine Zeit zu reden. Ihr seid immer noch in Gefahr. Ja, ich muss zu meiner Familie. Ui, man konnte dem Rock gucken. Ach man. Juckt halt keinen anderen hier groß, dass hier Leute ermordet wurden. Danke, Shay. Bitte wartet auf mich. Ich muss erst wissen, ob meine Familie sicher ist. Ja, okay. Nun spring doch hoch. Ja, ich hätte auch einmal das Seil nehmen können, sehe ich gerade.
Also wenn ich so umher touren könnte, dann... Ja, damit könnte ich... leben. Ich hätte nichts dagegen, definitiv. Für ein Glück. Ich mache mir mein Glück, Master Franklin. So wie ihr wohl auch. Ja, in der Tat, mein Bester. Tja, ohne euren Beistand heute. Nun, euch gilt mein Dank, Shay. Kann ich irgendetwas für euch tun als Gegenleistung für eure Güte? Ja, das könnt ihr. Es geht um einen Geschäftsfreund. Ich hörte, er sei im Château de Versailles in 2 Tagen. Und sie lassen nicht jedermann in den königlichen Palast. Nun gut, mal sehen, was ich tun kann. Wie er nach hinten auf die Leiche guckt und dann lächelt. Wir sequenzieren weiter gestörte Erinnerungen, deswegen haben wir Probleme. Was schlagen Sie vor? Wenn wir mit Chase Leben in den Kolonien fortfahren, erhalten wir bessere Ergebnisse aus den Paris-Erinnerungen. Halten Sie mich auf dem Laufenden. Lade jetzt die nächste Erinnerung hoch. So. Ey, den kenne ich doch. Jay Cormack, ihr seid wohl der neue Dozent für Vorläuferarchäologie. Ich bin kein Experte, Sir. Ich sah nur, was Assassinen mit diesen Orten vermögen. Ich verbrachte Jahre, Vorläuferspuren zu verfolgen. Sag mir, was ihr sagt. Nun, ich weiß, dass Assassinen und Templer Edensplitter suchen. Mächtige Waffen, suggestive Äpfel. Diesmal ist es anders. Wir fanden keinen Apfel, nur einen Baum. Diese Tempel halten die Erde zusammen wie Wurzeln. Stört sie und Haiti fällt, oder Lissabon. Oder ein anderer Ort auf dem Manuskript. Und die Assassinen mischen sich blind in diese Strukturen ein? Ja. Wenn wir sie nicht aufhalten, werden weitere Städte untergehen. Verstehe. Wir haben Kenntnis von Assassinenaktivitäten nahe vor Louisburg. Wir treffen einen Royal Navy Offizier. James Cook. Er hat einen Auftrag erhalten, der strategisch wertvoll sein könnte. Gist hat die Karten. Sehr gut. Ich breche bald auf. Colonel Monroe war voll des Lobes, Shay. Er ist überzeugt, dass ihr einer unserer Besten werden könntet. Also... Bin ich schon. Enttäuscht mich nicht. Habe ich nicht vor, Sir. So. Der Beste bin ich schon. Also ich finde diese Robe auch ganz geil von den Farben her. Nur etwas dick und schwer geraten. Also ich denke mal, dass es schwer ist. Gist, wisst ihr, warum der Großmeister so an Kapitän Cook interessiert ist? Nun, Sir, er ist klug und ambitioniert. Sein Wissen als Seefahrer sucht seinesgleichen. Und wenn ich meiner Lieblingsbardame in Halifax Glauben schenke, hat er gerade ein eigenes Kriegsschiff erhalten. Er ist auch Experte im Entschlüsseln von Geheimcodes. Ein solcher Mann kann unserer Sache zugutekommen. Die Art von Mann, die wir im Orden begrüßen sollten? Nun, er ist mein Freund, aber er zeichnet sich durch eine peinliche Redlichkeit aus und jegliche Arglist liegt ihm fern. Das macht die Geheimhaltung etwas schwierig. Vor allem, da sein mathematisches Gehirn gut im Knacken von Codes ist. Seht ihn als Verbündeten, aber achtet auf eure Worte. Ich verstehe. Voraus, Captain! Ich hörte, Louisburg sei eine Schlüsselstellung in diesem Krieg. Wenn die Royal Navy das vornimmt, steht ihr der St. Lorenz offen. Dann kommen Quebec und Montreal. Das Blatt wendet sich.
General Wolf wird dem feigen Montcalm eine Abreibung verpassen. Sieht das geil aus. Darauf freue ich mich schon seit vor William Henry. Wenn der verdammte Krieg aus ist, bringen wir diesem Kontinent endlich Ordnung. Ich fürchte, dazu bedarf es mehr, Freund. Eines Abends werde ich an einem wärmenden Feuer von dieser Reise erzählen. Das wird großartig. Ja gut, das war's aber auch mit der Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst eine Bewertung da und dann bis zum nächsten Mal.